Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 Remastered. Ja, wir sind immer noch hier in der Zisterne, allerdings haben wir soweit alle Schlüssel eigentlich gesammelt für diese wunderschöne Zisterne und hoffentlich können wir sie jetzt so bald wie möglich wieder verlassen. Ja, ich bin happy, dass es doch relativ okay war. Ich meine, gut, wir haben den einen Schalter halt mehrfach übersehen, aber ansonsten war es eigentlich okay. Jo, dann müssen wir noch einmal oben den Schlüssel einsetzen und dann sollten wir hier soweit durch sein. Oh, Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, was steht denn da und guckt mich so an, aber es ist doch ein Affe gewesen. Prächtaugs. So, goldener Schlüssel, let's go. Die Tür öffnet sich. Na komm. Kommen Sie her, Herr Löwe. Er steht direkt vor dir. Danke. Ob ich ihn noch durch die Tür getroffen habe. Easy. Oh, da kommt noch einer. Natürlich. Oh Gott, hallo. Ich bin ganz schön nah. Ich meine, das war. Okay, random Stacheln. Das ist bei euch auch los. Ich meine, das war ein. War das ein hilfreicher Schalter? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Kann gut sein, dass der einfach gar nichts mit aus und einfach nur Gegner bringt. Werden es herausfinden. Ich hätte die ganze Zeit den Falschen angeschossen. Oh mein Gott. Ich bleib mal ganz kurz. Nee, nee, stopp. Nee, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich glaube nämlich, dass. Nee, nicht der hier. Ich glaube, der daneben. Ich glaube, hier nämlich. Genau. Ist nämlich ein Schalter, der sich im Block nicht bewegen lässt. Denn der Schalter bringt uns einfach nur Gegner. Und ansonsten macht er gar nichts. Wollte doch sagen, meine Erinnerung hat mich da nicht im Stich gelassen. Die Zisterne vielleicht, aber hier, also im restlichen Teil der Zisterne vielleicht, aber hier nicht. Das hatte ich noch im Kopf. So, jetzt können wir hier ganz entspannt einmal hinaus und das Level verlassen. Die Zisterne benötigt der Zeit 0,38 Minuten und 59 Sekunden. Gefundene Reihen ist 1 von 3, gefundene Stücke 14 von 28, Kills sind 25. Munition verbraucht 682 und 511 davon haben getroffen. Medipacks haben wir 1 benutzt, also 2 kleiner. Und 3,06 Kilometer zurückgelegt. So, wir sind jetzt endlich in Richtung unseres guten alten Quadrupack müsste das sein, ne? Quadrupack sagt schon. Tioga natürlich, Entschuldigung, Quadrupack waren wir ja schon. Genau. Benötigte Zeit, okay. Jo, passt. Ja, wie gesagt, Zisterne nicht ein Favorite Level gewesen und Teokan auch eher so semi, weil das fängt halt an wie die Zisterne. Das ist halt ein bisschen unpassend. Also, das ist ein Überwasserschalter. Wo können wir denn hier das Wasser drainen? Ach da. Können wir runter. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen sehr viel Luft verbraucht, ne? Da ist das Überwasserding, ja. Vielleicht können wir es auch
9. Oh, das war knapp. Sehr schön. Die Tür wird geöffnet. Sah so verdächtig aus, dieser Block, aber man kann ihn nicht verschieben, leider. So. Direkt in den Fall reingestellt, das war auch schön. So, einmal Schalt aktivieren. Wieder Wasser reinmachen, perfekt. Ah, deswegen warst du so zwielichtig, Block. Für ein Medipack mal wieder. Es ist, wie gesagt, ne, sie haben irgendwie manchmal so random diese ganzen Orte nur für einen einzigen Medipack. Nicht mal als Secret, sondern einfach nur, hier hast du einen Raum mit einem Medipack drin. Oh Gott, das ist ein sehr langer Weg. Moment, lass mich kurz mit mir erstmal umschauen. Ich kann gleich nochmal Luft holen gehen. Aber ich würde ganz gerne noch gucken, was mich hier so erwartet. Da ist noch ein Schalter, guck mal. Was der gemacht hat, hat wirklich keine Ahnung, aber wird schon irgendeinen Sinn haben. Ich muss kurz Luft holen. Okay, und dann geht's weiter. Ich glaube, die Strömung, glaube ich, angemacht kann sein. Das könnte gut sein, ja. Wieso lebst du noch? Mein Gott. Nein, einmal bitte verschieben. Einmal bitte verschieben. Danke. Was ist denn hier? Ja, gut. Ich habe den Sprung leider nicht gesehen, deswegen konnte ich nicht viel machen. Die Kamera hat sich aber dagegen entschieden, mir zu zeigen, wo ich hinspringe. So. Mir ehrlich gesagt gerade nicht, sich immer so ganz kurz unten laden. Ich will mal kurz gucken, was da unten drin gewesen wäre, ob da irgendwie ein Secret wäre oder ob das sonst einfach nur ein Block ins Nichts wäre. Ach so. Ach nee. Ach so. Der Block ist einfach nur da, um nämlich da hochkommen, oder was? Ah ja, okay. Ich dachte irgendwie, da wäre irgendwas Interessantes, aber nö. Nein, das war falsch. Den hätte ich gerne.
So. Wieder auch mit ohne Kamera einen Sprung machen. Das freut mich auch wieder. Sehr gut. Ich spreche hier so 50.000 Mal, ist mir aber auch egal. Machen so. Sehr gut. Nein! Als ob ich nicht weit genug gesprungen bin, hä? Frech. Jetzt aber. Achso, ja. I remember. Okay, bei den Sternen. Ja. Also mit Mikros, kann ich irgendwo das Wasser verlassen vielleicht? Ganz kurz, für so eine kleine Millisekunde, damit ich dieses Krokodilchen aus meinem Leben nehmen kann. Das wäre supi. So. Krokodil, willst du herkommen? Ach mein Gott, Pierre, ernsthaft? Was willst du denn jetzt hier? Oh mein Gott, okay, warte. Ich glaub das alles nicht. Okay, wäre schön, also erstmal vorbei, machen Pierre weg und dann können wir uns um den Rest kümmern. Again, was macht Pierre hier? So, weißt du, wie zum Teufel ist er hier hingekommen? Koko, komm her. Danke. Weil dann hole ich mir kurz noch das Zeug einmal. Ach, die Dinger. Oh ja, I remember. Ich höre eine rumschwingende Axt. Aha, das ist wieder hier, okay. Aber warum sind wir wieder hier? Haben wir irgendwas eingesammelt? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich. Moment. Momentchen. Ich habe die Dinger vergessen. Oh mein Gott, ich bin gerade so erschrocken. Hilfe! Alter. Mach es noch nicht. Aber habe ich irgendwas jetzt gemacht? Ich bin so verwirrt. Und warum bist du hier?
irgendwann hoch. Liegt hier denn irgendwas? So. Der Affe da. Nicht runterspringen. Ach, Lara. Ach, komm. Gehst doch da hoch, meine Güte. So, Äffchen. Kommen Sie her. Hilfe. Meine Güte. Okay, ein schräger Sprung ist immer super angenehm. Total, macht total viel Spaß. Jetzt hoffe, dass sie nicht gegen die Wand knallt. Sehr gut. Ein Schlüssel. Das schon mal gut. Der kann natürlich eingesetzt werden. So, einmal speichern. Das war klar, dass das den Sprung nicht schafft. Schaffe ich? Kann ich mich wenigstens hier hochziehen? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Ah, der Raum. Ich brauche den Block hier. Wir haben vier Platten. Ich glaube, nur zwei davon waren wichtig. Die anderen waren, glaube ich, auch einfach nur Gegner. Wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche das waren. Das könnte die hier gewesen sein. Jetzt gleich herausfinden.
Kein Gegner, das ist schon mal eine gute Sache. Ein Schlüssel. Sonst war hier nichts drin, ne? Nee. So, und ich glaube, der zweite war dann der jetzt links neben uns. Ich meine, das werden wir auch gleich sehen, ne? Wenn uns ein Tier entgegenkommt, dann war es er wahrscheinlich nicht. Das klingt nach Affen. Hä? Drin, was uns interessiert. Ein bisschen Munition. Nein, nee, dann lohnt sich das aber nicht. Das lohnt sich nicht. Da werde ich doch immer neu laden. Okay, das war jetzt der hier, ne? Das heißt, du könntest dann. Und warte mal, was habe ich denn? Quatsch, was mache ich denn auch? Ich wollte den hier eigentlich machen. Wie komme ich denn darauf, dass ich den, wo ich gerade drauf stand, machen wollte? Quatsch. Der hier war gleich mein Ziel. Das war, glaube ich, anscheinend auch falsch. Okay. Naja. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist auch was Gutes drin, ne? 10 Munition. Und Schrot für Munition. Naja, gut. Egal. Hier haben wir wenigstens nicht so viel Leben verloren. Das passt schon. Aber das war eigentlich nicht mein. Habe ich? Nein, naja, gut. Dann nehmen wir mal, I guess, den hier hinter mir. Weil ansonsten haben wir keinen mehr. So, das hat jetzt die Tür rechts hier geöffnet. Okay, hier sind wir schon gewesen. Das ist die, wo wir eben schon drin waren. Welche Tür hat sich geöffnet? Hä? Moment, hier ist doch. Genau, hier war der erste Schlüssel drin. Das war die falsche Tür. Right? Ja. Hä? Welche Tür ist sich denn gerade geöffnet dafür? Ja, warte mal. Bin ich gerade dumm? Ja, ich bin dumm. Oh mein Gott, ich bin so wirklich dumm. Oder? Bin ich dumm? War das? Ich habe keine Ahnung mehr, mit welchem wir die Tür da vorne geöffnet haben, actually. Nee, dann muss es ja der vor. Nee, es muss der vor uns sein. Ja, ich bin dumm. Mit dem hatten wir die andere Tür geöffnet. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, dann müsste es aber jetzt die hier sein, right? Da kommt eine Ratte raus. Das ist okay. Oder drei Ratten raus. Oh, sogar vier. Aber es sollte hoffentlich die richtige Tür sein. Hier ist. Nö, es ist tatsächlich nicht. Okay.
Wo ist der Schlüssel? Bin ich doof? Hatten wir den da schon? Ja, da müsst ihr doch schon haben. Da war doch der eine da vorne jetzt gerade eben, oder nicht? Hä? Wo ist der zweite Schlüssel? Achso, man muss. Wann ist die Tür links uns gerade eben aufgegangen? Muss man alle Platten aktivieren? Ist das Ziel? Bis da oben die Tür aufgeht? Anscheinend. Na gut. Dann können wir es sogar doch neu mitnehmen hier. Warum auch nicht? Okay. So, ich würde aber sagen, bevor wir da oben hindurch gehen und uns den nächsten Schlüssel holen, mache ich hier erstmal einen Cut für diesen Part von Tomb Raider 1 Remastered und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin, sage ich ciao.